Talent, Talent, Talent. Wollen wir den Strahlenkranz? Ja, wollen wir nicht. Aber so eine Kaskade, aber komm. Erlernen. Das kann 90 nur Talent, ne? Mehr war ja nicht. Jupp. Jupp. Aufpassen, dass ich den Strahlenkranz nicht aus Versehen. Diese anderen Clans sind eure Zeit nicht wert, großer König. Wohl wieder keine EP mehr groß jetzt hier. Wie kriegst du bei denen? 500. Ich krieg nur noch 22. Aber egal. Ihr seid alle nutzlos! Die Wachen, die ihr mir als Tribut überlasst, können nicht einmal diese minderwertigen Wesen von meinem Palast fernhalten. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch zu bewähren. Nehmt euch dieser Eindringlinge an. Der Clan, der mir ihre Köpfe bringt, wird in meiner Gunst stehen. Clan Hartak wird allen zeigen, warum sie die wahren Mogos sind. Clan ist der wahre Clan. Kein Eindringling vermag daran etwas zu ändern. Clan Gurtan wird unserem König und dem Rest von euch machthungrigen Schwindlern zeigen, warum wir zu Recht an seiner Seite stehen. Es wird immer unser Vorrecht sein, das Schicksal unseres Volkes zu bestimmen. Scheiß jemand dran. In die Kaskade. Ich habe kein Fulian des Klangeist, okay. Langkardes wird euch zeigen, warum nur die Starken es verdient haben, an der Seite des Königs zu stehen. Unmöglich! Wir besitzen die größte Macht im ganzen Reich! Wer hat diese Eindringlinge in unsere Hallen gelassen? Nur Clan Hartak oder Clan Kardesh würden einen derartigen Verrat begehen. Nur die Hunde vom Clan. Machen wir denn jetzt dann das Questen auch zusammen oder jeder für sich? Machen. Euer Clan ist der verzweifelste! Mir ist egal, kannst doch alleine questen. Genau zusammen. Clan Gurtan hat recht. Nur der ehrlose Clan Hartak würde minderwertige Wesen seine Arbeit verrichten lassen. Ihr müsst Verräter sein. Der muss ja nicht unbedingt 100 sein. Der muss nicht unbedingt 100 sein. Aber so einfach täuscht ihr uns nicht. Ja, dann mach ich das im Stream. Eure Clans haben sich eindeutig verbündet. Für den Ruhm unseres Königs und unseres Reichs werden wir euch alle bezwingen. Jetzt haben wir für 4 Puppets Level 4 Stangen gebraucht.
Ich höre etwas. Haltet sie auf! Tötet sie! Kann ich da Wahnsinn ja jetzt wieder rausnehmen, ne? Was für eine Verschwendung. Kannst du, wenn du willst. Was nehme ich denn dann? Bogen der Dunkelheit, war das dann? So, nächster Gedankenstachel. Spontanzauber wird, das war das, ne? Also ja, ich guck auf meinem anderen Shadow, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr so. Plus das 100er Talent. War das ja so, dass Gedankenstachel und Gedankenschlag nur noch hier. Bams. Was? Wo sind wir hier? Achso, der Aufzug. Nein, scheiße. Ich drehe noch eine extra Runde. Weil es so schön ist. Ach, hier unten war sowieso noch eine. Okay. Klauenkönigin. Mr. Stubenzocker, danke für den Horst. Für den Horst. Ja.
Schönen guten Abend zusammen. Was? Es sind noch mehr gekommen, um Anspruch auf meine Krone zu erheben? Sie sind klein und schwach. Danke fürs Follow. Ich muss euch mal die Musik teilweise auch machen. Ich kriege jetzt meinen Herzinfarkt. Ja. So. Ich bleibe aber jetzt hier stehen. Mit Kuscheln bringt da gar nichts. Ihr seid nicht die Ersten, die mich herausfordern, Sklaven. Ihr werdet auch nicht enttäuscht, meine gewaltigen Arsenal-Schwächlinge. Der erste Tank, der hier in Technik. Sailor Moon. Danke für das Wort. Er ist so das persönliche Geschenk für dich als Heiler. Tank, der alles richtig macht. Genug von dieser Farce! Ihr werdet leiden, Feiglinge! Nennt ihr einen Kampf? So, Kollege, sag mir, dass du jetzt 90 bist. Ich bin 90. GZ. Gut, dann haben wir ja unser Ziel für heute geschafft, quasi. Nice. Dann wollen wir mal direkt Quest annehmen, wa? Kriegen wir die? Brett? Was haben wir denn? Vashir, Uldum, Schattenhochland, Sandalari, das dunkle Portal. Das dunkle Portal, ne? Ja. Läuft. Die besten Angebote weit und breit. Uralter Mogu-Schlüssel, das war doch hier für Tal der Vier Winde, ne? Oder ist das für die Instanz nur? Ich glaube, das ist für die Inni. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da nochmal reingehen, ist mehr als gering. Weg damit. Ja. Kann ich nicht verkaufen. So, Foliant des Clangeistes, damit können wir uns erstmal ein bisschen eindecken hier. Zack. Kommt bald wieder! Ist beides dieselbe? Feuersturm, Hitzeschock. Okay. Für die Kaskade. So, jetzt hatten wir Wahnsinn. Das Verbrauchen von Schattenkugeln wandelt Gedankenschinnen pro verbrauchter Schattenkugel lang in Wahnsinn. Und Gedankenexplosion im Massenwahnsinn. Dieser Zauber verursacht 100% mehr Schaden. Und Vogel der Dunkelheit war. Ich lock um, ich guck mal eben. Schau mir das Elend mal eben drüben an. Nach diesem wunderschönen Ladebildschirm. So.
So, Wahnsinn habe ich. Kleid der Macht, ja, war mir klar, aber hey, wieso habe ich denn hier schattenhafte Einsicht? Ja, regelmäßiger Schaden von Schattenwort, Schmerz und Schatten. Gedankenstärke verfügen über eine Chance von 5%, die Abklingzeit von Gedankenstärke abzuschließen und dann. Also. Das erklärt natürlich einiges. Also Wahnsinn und. Das andere Gedöns. Holst du dir eigentlich die Collectors Edition von Legion oder? Du hast das ja schon gekauft, ne? Ja. Ja. Aber die normale Version, oder? Genau. Das hätte ich gern. Das hätte ich gern. Also das Mountain, die ist nicht toll. Na, muss ich auch nicht haben. Das ist ja passiv, ne? Das ist passiv. Das heißt. Der kommt weg. Da kommt das. Den Gedankenstachel können wir den schon reintun. Ne, der Gedankenstachel kommt dann erst mit Kleid der Macht, okay. Aber reinpacken kann man ja trotzdem schon. Ordnung muss rein, ist das halbe Leben. Gut. Läuft. Wo sollen wir denn hin? Meisterstratege. Dunkle Portal. Zwei unten, ne? Beobachtet und geht in euch. Machen wir. Ihr macht euch auf zu einer gefährlichen Mission und könnt unter Umständen nicht gleich zurückkehren. Seid ihr sicher? What? Ja, wir sind sicher. Das ist unsere Chance. Stürmt das Portal! Das war das Intro für World of Draenor. Glaube ich, ja, doch, mehr kommt nicht. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie unsere Helden sterben. Zorn des Sturms! Hört meinen Ruf! Teilser wieder für der Horde. Hast du dich eigentlich schon gespoilert? Wer mit Legion da. Nee, ich will's nicht wissen. Ich kann die Front nicht mehr lange verteidigen. Hier bin ich geschwächt. Ihr müsst es schaffen, sonst wird Azeroth fallen. Seid wachsam. Konzentriert euch auf die Mission. Ich übernehme den Panzer. Okay, meine Lieben.
Wir haben es geschafft. 4,5 Stunden fast für 4 Level. Ätzend. Aber Pandaria liegt hinter uns, Gott sei Dank. Wir machen jetzt Schluss für heute. Ich weiß nicht, ob ich den Stream in einer Stunde auf 2 nochmal anschmeiße für The Division. Müssen wir mal schauen. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folgen bei YouTube seht. Die werden dann, denk ab, übermorgen kommen. Und wir wünschen euch natürlich alles Gute. Bis dahin, tschüss und bye bye. Ciao, ciao.